Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle wieder von gestern, von den Chunks, auch wieder da seid, dass alles wieder gut ist, dass ihr wach seid. Ich habe heute euch den Georg mitgebracht, beziehungsweise eigentlich hat er sich selber mitgebracht. Und er macht, verbricht Kubernetes, macht es kaputt und danach wieder heile, hat er gesagt. Und eigentlich geht es jetzt mal darum, wie kriegt man das Ganze mit möglichst wenig Abhängigkeiten hin und das Ganze ins Extreme geschlagen, wie kriegt man das Ganze ohne Internet hin? Ein Riesenapplaus für Georg. Ja, genau, das mit dem ohne Internet, das war nie so geplant, das hat sich dann so ergeben und dann war das plötzlich so. Wichtig für alle, die jetzt lernen wollen, wie man das richtig macht. Wunderbar, schön, gute Motivation, ich finde das toll, aber ihr seid ja leider falsch, ich weiß es auch nicht. Ich kann hier nur so ein bisschen Lessons learned. Wenn ihr euch super tief im Kubernetes-Universum auskennt, wird nichts Neues für euch dabei sein, außer so Dinge, die nicht mehr im Kubernetes selber sind, aber im Umfeld und die vielleicht doch mal auswirken. Und ich habe garantiert ganz viel vergessen. Ja, trotzdem mal weiter. Also kurz zu mir, ja, Onkel gibt mir Geld dafür, dass ich offiziell Knobelrätsel löse. Ich finde das ganz witzig. Ansonsten kann man damit auch wunderbar schön viel Algorithmenblödsinn bauen und relativ viel, was passiert eigentlich, wenn? So, das ist natürlich so, wie kommt man dann dahin? Und damit wir so ganz grob eine Idee haben, was wir jetzt machen wollen. Es wird einen wahrscheinlich etwas längeren Blog geben mit, hey, Motivation, warum will man das überhaupt? Weil ganz vieles tatsächlich in anderen Use Cases von der Stange kommt. Dann so, was geht denn hier mit an Bord? Wir sind hier bei einer nautischen orientierten Konferenz. Wir wollen ein bisschen gucken, was wir eigentlich mit diesem Steuermann alles mitgeben. Ja, cool, jetzt haben wir das Schiffchen. Jetzt haben wir da wen, wer steuert. Ja, wo soll das Ding hingehen? Mit Schwung gegen die Kamera vermutlich. Also kommen wir dann ein bisschen auf diese Navigation. Und wenn wir jetzt haben wir dann irgendwann unser komisches Flößchen gebaut, haben unsere Self-Loading Cargo in unsere Container gepackt und dann geht's los zur Ladungssicherung. Kurz, das ist vor allen Dingen als Leute, bitte vergesst den Blödsinn nicht. Nur wenn wir hier bei der Navigation fertig sind, haben wir leider nicht gewonnen. Ja. Warum? So, Kubernetes, alle freuen sich wunderbar schön über dieses tolle Steuerrad. Alle wollen allen Blödsinn ins Kubernetes deployen. Ich habe jetzt noch, das Letzte, was ich gesehen hatte, war, Leute wollten Sachen, die in einem Mainframe laufen. Ein Mainframe, was für schönen parallelen Durchsatz kontinuierlich gebaut ist, in ein Kubernetes packen. Also technisch gesehen, das geht schon. Macht das Sinn? Ja. Aber Leute machen das und Leute stellen fest, hey, wir haben hier tolle Infrastruktur, lass sie uns auf Kubernetes umziehen und geben mir dafür Geld. Ja, ich werde sie jetzt nicht daran hindern, auch wenn Kubernetes ist tolle Technologie, ich mache das Zeug echt gerne, aber überlegen wofür. Aber Kubernetes ist nicht nur ganz schlimm böse, sondern Kubernetes ist auch toll, weil es hat Standardisierung gebracht. Ja, warum will ich hier Standardisierung haben? Ja, weil plötzlich dieses ganze blöde kleine Tooling, wo hier dann macht wer, was mein Memory tut. Hier guckt wer, was da eigentlich ein Netzwerk läuft. Wir haben vereinheitlichte Schnittstellen. Wie geil ist das denn? Ja. Ansonsten, Grundproblem ist nicht besser geworden. Wir haben früher ganz große, komplizierte Monolithen gehabt. Jetzt haben wir kleine, feine Microservices. Aber hat sich schon mal wer das Netzwerk dazwischen angeguckt? Passieren Dinge. Ach ja, und dann habe ich hier meine ganze Applikation fertig und sie läuft bei mir. Und sie läuft bei mir auf dem Rechner. Sie läuft zu Hause und dann sitze ich im ICE. Da geht es ja auch noch. Dann sitze ich im Regio. In wunderbar hübschen Brandenburg. Wunderbar tolle Landschaft, kann ich empfehlen. Aber plötzlich gehen die APIs kaputt, weil da ist kein Netz. Für die, die irgendwie das, weil sie damit Geld verdienen wollen, gucken, gebe ich nochmal das Stichwort, das S-Bomb-Thema, also das Software Bill of Material. Das heißt, Leute, habt mal bitte auf dem Schirm, was bei euch läuft und idealerweise bitte nicht händisch in der Excel-Liste gepflegt, sondern irgendwie so semi-automatisiert, um damit ihr mal mitbekommt, so wie, hey, dieses tolle Bibliothek wurde gefreached, da gibt es jetzt einen kritischen Sicherheitspatch. Sag mal, haben wir das Zeug eigentlich? Fragen, Fragen, Fragen. Ja, und am Ende, was passiert eigentlich, wenn? Gut. Aber fang doch erstmal mit dem schönen Ding an, weil Kubernetes ist toll. Ich werde euch hier sehr viel Kubernetes bashen, aber das ist so eine
Das ist ein Liebesbeweis, keine Ahnung. Kurz historisch, wo kommt das Kubernetes eigentlich her? Das hatten irgendwelche lustigen, wir sagen jetzt Hyperscaler dazu, also so Unternehmen mit einer Größenordnung, mit mehr als diese ganze Veranstaltung an Leuten hat. Die haben dann so Probleme gehabt wie, okay, wir haben da irgendwie Sachen und die wollen wir ins Internet pusten und das muss auch funktionieren, wenn das eine Rechenzentrum gerade mal angebaggert wird, weil da Wasser in die Stromleitung läuft, ist halt blöd. Also haben wir damit sind wir auch schon in dieser Problemklasse, in der wir da unterwegs sind. So, wir haben verteilte Probleme. Also so, hier ist was, dort ist was, dort ist was. Und wir wollten hier gerade, aber ich bin jetzt hier in dem Szenario, hier, ich habe da mein wunderbar kleines Schiffchen mit diesen ganzen kleinen Enten. Und ja, ich habe hier ganz viele kleine Enten, hier, die wunderbar schön Dinge tun. Aber so eine einzelne Ente ist halt nur so eine einzelne Ente. Und wenn die dann plötzlich mal auf Tauchstation geht, blub, dann ist sie weg. Und solange ich die hier alle eng beieinander habe, funktioniert das wunderbar schön. Aber wenn jetzt plötzlich eine sitzt dann hier und die nächste wohnt jetzt, hält das? Wahrscheinlich nicht. Hier oben. Ja, genau. Und diese Ente guckt dann vielleicht auch gerade nicht nach dort, sondern nach dort. Ja, okay. Ist das alles irgendwie nicht mehr so hübsch. Und dann ist das Gesamtsystem, ich habe immer noch einen Haufen Enten. Cool. Also Menge Enten weiter verfügbar. Ja. Skalieren tun sie, da gab es gestern einen Vortrag, plötzlich sind ganz viele von diesen Enten entstanden. Ich weiß auch nicht. Ja, also unsere Spielwiese ist unser kleines Schiffchen, was hier so durch die Welt fährt und dann so schnell verliert man eine Ente. Und manchmal hat sie Netzwerk und sieht die anderen und manchmal nicht. Und ohne zuverlässiges Netzwerk geht so viel im Kubernetes-Kontext kaputt. Das andere Ding ist, wir sind hier in einem Inselsystem. Insel, weil irgendwie ringsum ist Wasser. Aber wir können auch sagen, wir sind eigentlich in so einem komischen Floß, was da auf dem Meer treibt. Das hat eine ganze Menge Single Points of Failure. Ich bin nicht mehr verteilt. Wenn es heißt, wenn mir lokaler Strom ausgeht, dann bin ich aus. Nix Fallback, nix Fallover. Ich bin weg. Das Skalieren ist halt auch immer ein bisschen begrenzt, wenn ich da auf so meinem Inselsystem bin. Und ich habe da in meinem kleinen Containerschiffchen was gebaut. Und dann kommt da irgendwie neues Containerschiff dazu, da ist eine Bordwand dazwischen, da komme ich nicht so einfach durch. Und damit haben wir nämlich auch genau das Problem. Es gibt erstaunlich viele von diesen Insellösungen, die jetzt tatsächlich sogar auf dem Land sind. In Flugzeugen ist das Zeug mittlerweile unterwegs. Aber das Skalieren auch komplett, upsi, weg war's. Es sei denn, es geht da was kaputt. Dann habe ich wieder den Effekt, ich habe plötzlich weniger Ressourcen. Wie manage denn das jetzt? Und dann sind wir nämlich bei Fallback-Strategien. Also eigentlich ist es überhaupt nicht sinnvoll. Und so, das ist wahrscheinlich die einzige, wie sollte man es eigentlich tun, Folie, die jetzt nochmal relevant ist. Das gehen wir noch einmal durch. In 90% der Use Cases, wo Leute auf ein Kubernetes setzen wollen, obwohl sie einen Workload haben, der dafür nicht da ist, Leute, nehmt Docker Compose, macht mit Systemd einen Service draus und dann kümmert sich euer Systemd darum, das Ding zu starten. Und wenn euer Single Point of Failure des Servers down, das ist für, ich würde sagen, 60% der Workloads absolut ausreichend. Leute, ihr seid nicht dieser Service, der plötzlich komplett durch die Decke geht. Seid realistisch, wir wären auch nicht alle Milliardäre. Keine Chance. Statistik sagt nein. Oder wir haben Inflation. Das andere Ding ist, okay, ihr habt euren Cluster und wollt euer Software Bill of Material sauber in den Griff kriegen. Leute, signiert eure Images. Kümmert euch darum, dass ihr auf eurem Cluster nur noch signierte Images laufen. Und zwar von euch signierte, nicht von irgendwem signierte. Sonst könnt ihr es euch auch bleiben lassen. Kümmert euch darum, euch intelligente Network Policies zu setzen. Damit müsst ihr natürlich wissen, was wollt ihr denn eigentlich? Und das Ding kann man auch, diese ganzen Policies und was da alles so dranhängen soll und patchen und releasen und wie alt darf ich eigentlich werden und wann muss ich restarten und so. Dafür kann ich alles so mit Policies as Code lösen. Und Kubernetes Open Policy Agent, sucht euch einen aus, haben ihre Vor- und Nachteile, läuft. Ach ja, und wenn ihr einfach Geld draufschmeißen wollt, das haben Leute halt in Geld für vernünftig gelöst, aber ich bin hier nicht, um in Geld für vernünftig zu lösen, sondern um irgendwie, wir wollen ja hier mal gucken, wie kann man alles das bei Schiffe versenken spielen. Hoppala, das war der Falsche. So. Und deshalb, warum wollen wir jetzt doch Kubernetes? Jetzt habe ich gesagt, warum es alles scheiße ist. Jetzt, warum wollen wir es trotzdem? Wir haben im Kubernetes-Universum einen Sack von Tooling. Und das ist toll, weil wir haben eine Standardisierung. Wir haben eine einheitliche Schnittstelle für Observability. Plötzlich können wir sehen, oh cool, das funktioniert zusammen.
wir haben dadurch relativ viel Integration. Wir haben sowas wie, hey, wie ein Netzwerk aussieht, das ist relativ einheitlich. Ich habe nicht, bei dem einen Container funktioniert ein Netzwerk anders als bei dem anderen. Was, wenn man mit Geräten, die verschiedene Netzwerkdevices haben und wie mache ich das mit dem Netzwerk? Schwierig. Paketierung, ganz wichtiges Zeug. Helmcharts, ich habe sowas wie einen Paketmanager für Systeme. Geiler Scheiß. Nachteil, erschreckend viele Helmcharts machen Annahmen über ihre Systeme, die, wenn ich plötzlich in einem System bin, was nicht mehr so zuverlässig im Internet ist, nicht mehr funktionieren. Möchte keinen Namen nennen, aber es gibt mehr als einen Helmchart, die dann zum Beispiel Dependencies haben, die dann Dinge brauchen von externen APIs, weil sonst die ganze Applikation raucht, aber dafür keine sinnvolle Metrik rausgeben, sondern dann gibt es plötzlich eine Crashloop und du fragst dich, was ist los. Das gibt Dinge wie dass da du damit Images reinziehst, extern, ja, die sind ja nicht signiert von dir selbst. Wenn du insignierte Images, dann läuft das wohl nicht los. Aber das rauszufinden, ja, man kriegt das alles zusammen, aber die wenigsten Helmcharts haben zum Beispiel drin, dass ich meine Images, dass ich da meine irgendwie meine eigene Container-Registry dazwischen kleben kann. Ach ja, Standardisierung. Wir haben ein Rollenrechte-Konzept und noch mehr, wir haben ein rollenbasiertes Zugriffskonzept. Das können wir aus dem Kubernetes nehmen. Kann ich auch gleich spoilern. Das Ding läuft. Da gucken wir gar nicht hier groß drauf. Das läuft. Macht das genauso, wie ihr es auf eurem Cluster, den irgendwie anders für euch managt. Und Tooling. Diese Debug-Container. Früher habe ich mir ein bisschen schwer getan mit. Mittlerweile, ich mag es, weil ich habe quasi eine reproduzierbare Production-Environment und kann debuggen, was für Blödsinn ich eigentlich angestellt habe. Ja. Der Policy as Code ist gerade im Inselbetrieb super wichtig, weil wer Systeme kennt, die irgendwo als Kassensystem irgendwo hingestellt wurden, die werden hingeklemmt, die kriegen vielleicht alle paar Wochen oder Monate oder Jahre mal einen Servicetechniker zu sehen. Und dann ist plötzlich das Problem, da hat da mal wer was Händes gepatcht, dann dort was. Das mit ERP-Systemen macht das besonders viel Spaß. Dann sind da ganz viele kleine händische Patches. Und was da drüben gemacht wurde, auch ganz viele Patches und alle leicht verschieden. Und wenn wir das jetzt nach 4 Jahren angucken, stellen wir fest, Hilfe, da passt ja vorne und hinten nichts mehr zusammen. Und wir sind am Endeffekt in einem kompletten Wildwuchs, das sich aus Maintainability-Sicht nicht so geil ist. Währenddessen in Kubernetes, gewohntes Umfeld, wir kennen das alle, wir haben zehntausende Tutorials dafür gesehen. Ach ja, und laufen funktionieren tut es auch noch. Gut. Dann fangen wir doch mal an. Wie kriegen wir das Ding drauf? Weil unser einfacher Fall, wir sind bei unserem Managed, bei unserem Hyperscaler, bei unserem netten kleinen niedlichen Provider um die Ecke, aber es macht ja anders für uns. Cool, Welt ist schön, wir freuen uns alle eine Runde. Ja, das Problem ist bloß, irgendwer muss das sein und manchmal ist man es dann plötzlich selber, weil die können sich natürlich nur um Systeme kümmern, um diese Zugriff haben. Wenn sie selber keinen Zugriff drauf haben, wie sollen sie es machen? Ja, muss man wohl plötzlich wieder selber ran. Was jetzt hier mit auf On-Prem kommt, ist keine Wertung. Das ist eher so, womit habe ich mir die Nase schon blutig gemacht? Es gibt da so ein tolles Produkt von Red Hat, was da steht. Das funktioniert wunderbar schön. Solange man genau in ihrem System Spezifikation bleibt, dann hält es sich auch erstaunlich gut an Spezifikationen und funktioniert toll. Kostet halt sehr viel Geld und so die kleinen Macken, die man überall hat. OKD als Alternative für wen, wer das irgendwie mal selber bauen möchte und nicht ganz so viel Geld draufschmeißen will. Außerdem gibt es ja so mit Red Hat und SUSE so die beiden Großen, die da Dinge tun. Venture kommt aus der SUSE-Welt mehr. Die ist am Endeffekt, Venture ist mehr als Kubernetes. Kubernetes ist, ja schon, ich habe meinen Service, meine Entchen. Dann habe ich hier die Katze, die die ganzen Services administriert. Ja, und da kommt Venture einfach hinterher und sagt so, ich manage jetzt übrigens Katzen. Was auf Katzen funktioniert vielleicht, keine Ahnung. Das Schöne ist, es funktioniert. Wir haben hier etwas Komplexes, was wir davor schon nicht verstanden haben, sonst wollte Software keine Probleme machen. Dann machen wir einen Abstraktionslayer drüber. Garantiert nicht alles einfach. Oh, noch ein Abstraktionslayer. Ich will nicht wissen, wie oft es mich gebissen hat, dass das Abstraktionslayer drüber nochmal Dinge getan hat, die mein Kubernetes-Cluster eigentlich anders machen sollte, aber da der Venture mir dazwischen gefunkt hat. Trotzdem, wenn man damit klarkommt, einigermaßen schönes Tooling, gibt es auch einmal mit für Geld draufwerfen und einmal für ohne Geld draufwerfen. Ja, und dann gibt es mit K3S tatsächlich ein Ding, das Schöne ist, wenn ich ein Raspberry habe, klatsche es drauf, läuft. Das ist so der klassische On-Edge-Case, funktioniert wunderbar schön. Die bieten das übrigens auch in hochverfügbar an und dass ich das auf mehrere Knoten mache, dann passieren Dinge, passiert nämlich genau das, dass dieser Venture Annahmen darüber trifft, wie dieses K3S da aufgebaut sein hätte. Und wenn wir dann einmal dabei sind, dann stellen wir fest, hupsi, da ist zum Beispiel so ein Traffic drin, der so sich für Ingress und inkommenden Traffic kümmert.
Ja, funktioniert leider nicht ganz so geil. Wenn dich das dann wirklich hoch verfügbar, weil dann passieren in dem Standard, die hat nicht nur ein offizielles Ensemble damit, alles wunderbar schön, aber da ist dann plötzlich nur ein Traffic da. Ja klar, dann kann ich den Traffic rausnehmen, also gibt es auch eine Flag, die ich setzen kann, bitte den nicht, und dann deploy ich ihn selbst und dann machen wir das nochmal und nochmal. Und wenn man das so ein halbes Jahr macht, stellt man fest, von diesem wunderbar schönen Kubernetes, KTS, also dieses kleine Kubernetes, alles wunderbar niedlich zusammen. Ja, wenn ich das dann doch auf mehrere Systeme verteile, bin ich relativ schnell an den Punkt gekommen, wo eigentlich habe ich von dem ursprünglichen tollen K3S, alles ist fertig, Batteries included, nicht mehr so viel übrig. Leute kamen auf die tolle Idee, hey, lass mal KNOLS machen. Ich habe leider vergessen, wer es hergestellt hat. Auch cool. Funktioniert so, ein bisschen mehr selber in der Hand haben. Momentan das Ding, was ich tatsächlich für Bastelprojekte ganz gerne nehme, aber ich komme halt aus der K3S-Ecke. Warum habe ich damit angefangen? Weil es initial einfach geht. Und gibt ganz viele andere Distributionen, die lassen wir jetzt weg, weil die kenne ich nicht. Ach ja, und dann gibt es noch die ganz klassische Variante, wenn du wirklich hochverfügbar und mit Failover und hast du nicht gesehen spielen willst. Spiel die ganz offiziellen Binaries, mach's mit kubeadmin. Du musst dich aber natürlich dann drum kümmern, wo kümmerst du dein etcd? Da musst du den deployen. Oh, der will ja mindestens 3 oder 5 besser haben, damit der auch seine Hochverfügbarkeit hinbekommt. Ah ja, jetzt bin ich nicht mehr so im kleinen Spielzeug nebenbei, sondern damit hab ich da ein bisschen länger zu basteln. Macht auch Spaß. Aber wenn ich so schon wieder so relativ große Systeme habe, dann kann ich auch mal ein bisschen mehr um Dinge angucken. Ich fokussiere mich jetzt aber jetzt eher nicht so, wenn ich sage, hey, wir haben hier so ein kleines Rudel Enten, was dann abhaut. Die können sich schon, da kann sich auch einer drum kümmern. Hey, ich passe übrigens auf, dass ihr keinen Blödsinn macht. Und jo, ich arbeite auch. Ich gucke mal hier, was da am Telemetrie ist. Die können sich einteilen. Aber wenn das jetzt nur so 2 Entchen sind, wie machen wir das jetzt mit der Hochverfügbarkeit? Sobald eine der beiden Enten auf Tauchgang geht, ist halt irgendwie schwierig, dann habe ich ein Ressourcenproblem und dann muss ich irgendwie zum Beispiel Policy as Code überlegen, ja, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Weil plötzlich sind mir 50% meiner Ressourcen weg. Ich kriege die nicht wieder. Die Ente ist gerade auf Tauchgang. Genau. Aber genug der Dinge. Gucken, machen wir nochmal einen kurzen Überblick. Was ist denn eigentlich so ein Kubernetes? Und der wird kurz. Wichtig ist, wir haben einen Control Plane und Nodes. Das war es eigentlich schon. Zumindest, wenn ich Geld drauf werfe. Das Control Plane ist unser Management Board, die sind toll. Und das Coole ist, die haben eine API, die haben eine Sprache, die versteht man. Und noch, dieses Management Board sieht meine ganzen Payload, die sehen die einfach nicht, haben die nichts mehr zu tun. Und jetzt können wir das sparen machen, wir haben Kubernetes, das sind irgendwie dann das Management Board, das macht Dinge. Cool, das ist eine API. Moment mal, womit kann ich eine API bereitstellen? Genau, ich kann sie als Service in einem anderen Kubernetes deployen. Gibt tatsächlich ein paar Tool-Dings, die das mehr oder weniger hübsch lösen. Und das kann ich beliebig schachteln. Gab da irgendwann mal auf dem Campus Linux-Tagen einen wunderbar schönen, ich glaube, es war ein Vortrag oder ein Workshop, ich weiß es nicht mehr, wie man so Inception, ich glaube, wir sind bei 3 oder 4 Lernen, haben wir dort aufgehört. Weil es geht. Und Management Board hat bitte nicht viel zu tun. Wenn das Management Board was zu tun hat, dann habt ihr gerade nämlich Personalwechsel, sprich, dann ist nämlich gerade eine Ente abgesoffen. Oder wir haben ganz viel Glück und haben eine neue Ente gefunden. Ach ja, und die hässliche Sache, die ich jetzt ein bisschen nicht so erzählt habe. So ein Management Board hat ein State. Das ist blöd. Weil alles, was kein State hat, kann ich. Es ist doof, ich zünde es an, ich schmeiße es weg, ich lasse es ersaufen und mache es neu. Funktioniert nicht so geil, wenn ich da einen State habe, weil, upsala, eine Datenbank. Datenbanken sind immer hässlich. Nur etcd hat genau diesen State. Und dieses Ding hat nämlich auch noch ein State von der Realität da draußen. Und das ist ein riesiges Problem, wenn diese eine meint, oh, das ist das Datum, und die andere meint so, okay. Und dann geht die plötzlich unter und dann ist die aber immer noch der Meinung, sie hätte 2 Enden und packt hier Arbeit drüber. Und funktioniert offensichtlich dann nicht. Das heißt, State ist hässlich. Kommen wir aber nicht dran vorbei, sonst wäre es zu einfach. Sonst können wir rein funktionale Programmierung ohne State machen, wäre wunderbar hübsch. Aber leider brauchen wir da auch Dinge. Ja, genau. Also wir brauchen am Endeffekt, wir kommen an unseren Arbeiter nicht vorbei. Das Schöne ist, wir können sie behandeln wie alte, klassische Server und hey, wir sind nicht mehr beim Hyperscale, wir müssen sie selber managen, wir müssen sie auch managen. Das Schöne ist, die kriegen Payload und die laufen. Und das Schönste ist, wie wahrscheinlich auch alle, die irgendwann mal gearbeitet haben, so, oh, Manager sind nicht da, dann machen wir einfach mal weiter das, was wir davor gemacht haben. Die sind erstaunlich gut und solange wie nichts crasht und der Webserver lief und der Ingress hat die Dinge angenommen und durchgereicht, dann läuft das auch weiter. Management Board ist tot, Control Plane ist down, die Dinger laufen weiter. Wunderbar schön. Das heißt, der Endkunde oder vielleicht diese Schiffbrüche, der das Schiff anfunkt, da gibt es dann vielleicht so einen kleinen Service, der sagt so, ich blink mal zurück. Der läuft, der blinkt. Ja, aber leider bekommt irgendwo niemand mehr auf dem Managementboard mit, hey, wir müssten vielleicht jetzt mal ein Beiboot generieren. Oder dann meldet die API vielleicht noch so, hey, mach mal ein Beiboot, aber der Operator dafür ist einfach so der Meinung, ach, nö, mich gibt's gerade nicht.
dumm gelaufen. Also dann fährt dieser wunderbar schöne Ozeandampfer, hat uns zurückgeblinkt. Der eine Service hat uns gesehen, aber leider das Schiff als Ganzes, upsi. So, ich glaube, das ist auch das einzige Bild, was ich so, das ist einfach nur so ganz grob für die Leute, die noch nie so ein Kubernetes sich angeguckt haben. Das ist hier mein Operator, der eigentlich unser Chef der Chefs ist, unser CEO. Da ist irgendwie unsere etcd, wir sehen schon eine hässliche Datenbank, Scheduler Control, und das ist am Endeffekt für uns wichtig, es ist eine API. Und diese API redet mit dem Kubelet, das auf dem Workhorn draufsteht. Ich habe hier, das ist das Bild aus der Wikipedia, hier fehlen so ein paar kleinere Details, wie dass zum Beispiel so ein Operator sowohl im Cluster selber leben kann, als auch, dass der außerhalb auf die API-Cluster reden kann. Details. Oder dass da irgendwie noch Netzwerke sind und dafür, dass der Kube-Proxy dann Dinge tut, aber wollen wir uns mal nicht mit klein aufhalten. Also, was kommt da rein? Wir haben Images, wir haben Network, State und als besonderen Use Case, weil ich damit besonders viel Spaß hatte, Secrets. Technisch gesehen ist es tatsächlich auch nicht anders als andere State. Wir waren gerade bei Images. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir bauen unsere Images selber. Cool. Dann brauchen wir dafür eine CI/CD-Pipeline. Spoiler, wo läuft denn die? Ihr habt euer GitLab. Schön. Und was passiert das eigentlich, wenn das kein Netzwerk hat? Was zieht denn das in externe Dependencies? Upsi. Wie viele Sachen sind da so ein? Hey, übrigens, das ist mein Manifest, das ist meine Dependencies, das ist mein Includes. Lad das Zeug mal. Hab das bitte mal lokal auf den Bildern vorliegen, weil kein Internet baut nicht. Container Registry. Kann man Geld drauf werfen und kriegt sie für Geld. GitLab hat tatsächlich, glaube ich, auch eine eigene sogar mit drin, wenn man es deployt. Hat's. Und man kann auch sagen, hey, wir wollen sie am Cluster selber deployen, weil wenn wir einmal ein Kubernetes-Cluster haben, können wir ja reinpacken. Ja, nehmen wir einen Harbor oder sowas. Funktioniert schön. Wenn wir schon selber bauen, dann können wir auch unsere Supply Chain endlich machen. Wir können signieren, wir können sagen, ja, das ist wirklich, das Manifest stimmt. Ja. Und dann sind wir das andere Variante, ist natürlich, die jetzt hier nicht steht, ja, wir können sie auch von extern nehmen. Aber dann müssen wir uns darum kümmern, dass die bei uns lokal auch vorliegen. Schön ist, sowohl mit dem K0S als auch mit dem K3S gibt es tatsächlich eine Datei, wo ich dann die Images quasi reinsetze und sich dann einfach die jeweilige Implementierung darum kümmert, dass jeder von den Nodes einfach mal die Images rumliegen hat. Und dann zieht dann vielleicht auch keine Updates, weil da bin ich nämlich bei der Image Pull Policy. Das sind so die drei Werte, mit denen ist man immer mal wieder ein bisschen unterwegs. Und Always funktioniert offensichtlich cool, wenn ich Internet habe. Aber was passiert, wenn mein Netzwerk down ist, mein DNS nicht funktioniert, mein Netzwerk einfach lahm ist und dann soll das Kubelet plötzlich da einen neuen Image pullen? Ja, das wird es nicht tun und du wirst diesen Port nie zum Laufen kriegen. Ist blöd. If not present ist so bei den meisten Sachen, die ich gesehen habe, die Standardeinstellung ist schön. Wenn er es schon hat, nimmt er das Lokale. Muss man ein bisschen dann gucken, wie man das mit Updates macht. Ach ja, und die Never-Option. Definitiv, wer mal einen Testlauf machen möchte, wie gut läuft denn das? Setzt mal in euren ganzen Deployments mal die Image-Pull-Policy mal auf Never und guckt mal, was danach noch läuft. Nächste Frage ist, okay, cool, läuft alles, weil ihr habt eure Node schon seit 3 Wochen in Betrieb, sehr schön. Und jetzt setzt man einen neuen Node dazu und dann mal debuggt mal, warum das denn jetzt auf manchmal läuft und manchmal nicht und diese API so semi-zuverlässig funktioniert. Ja, wahrscheinlich habt ihr nämlich gerade einen neuen Node gebaut und der hat es dann nicht gezogen. Upsi. Ja, Network. Wir waren von Standardisierung. Die Kubernetes Network Interface, das Zeug funktioniert einfach. Das ist toll. Könnt ihr eure ganze Implementierung darunter nehmen. Ihr könnt Mesh-Netzwerke bauen, weil, hallo, wir haben schon Komplexität. Lasst mehr drauf werfen. Also Mesh-Netzwerke sind toll, aber ich habe noch keinen Use Case ich habe noch nicht in der Realität in so weit gesehen, wenn Leute wirklich breite Mesh-Netzwerke gebaut haben mit viel Features und das wirklich einmal schon aus dem Vollen gegriffen haben und sich dabei die Komplexität ist dann meistens eine Weile gelaufen. Und typischerweise waren das 1, 2 oder maximal 3 Leute, die Ahnung hatten. Ja, dann war Person 1 ist vielleicht nicht mehr da, Person 2 ist im Urlaub, Person 3 ist krank und jetzt ist es kaputt und Mesh-Netzwerke sind toll und wenn ich sage, kümmere dich darum, dass überall verschlüsselt ist. Cool, können Sie. Ich mache ein Mesh-Netzwerk drüber, sage, überall ist verschlüsselt und gib mir bitte folgende Monitoring-Daten raus. Geil, Konsor. Wenn wir jetzt aber anfangen, okay, jetzt können wir ja nochmal das Routing da fancy shit machen. Alles cool, alles toll, aber Leute, denkt dran, ihr macht Komplexität. Und wenn mein physikalisches Netzwerk gekappt ist, weil ich vielleicht ja auf diesem kleinen Container bin, der vielleicht gerade von Gebäude A nach Gebäude B fährt, der hat seine Notstromversorgung drunter, aber kein Netzwerk. Die Mesh-Netzwerke und das ganze Zeug hat gut funktioniert, aber
ihr habt spätestens, wenn ihr wieder connectet, dann diverse Probleme. Also solange ihr im Inselbetrieb seid, das ist alles schön. Die Ente, okay, die weiß, gut, jetzt ist die Ente auch, alle sind für sich glücklich. Aber jetzt haben wir unseren Entenhaufen verteilt und wenn wir die jetzt plötzlich wieder zusammenkommen, dann knallt es plötzlich mal. Nämlich, dann haben wir nämlich so Dinge wie State. Gehen wir noch kurz, was im Cluster drin ist. Ui. Ach gut, dass wir noch Zeit haben nach hinten. Wir haben State, den wir irgendwo reinmounten. Das ist schön. Wir können Config Maps reinmounten. Das ist nett. Die stehen irgendwo im etcd. Ah ja, okay. Das heißt, wir brauchen tatsächlich, unser Control Plane sollte verfügbar sein. Wenn das nämlich nicht verfügbar ist, passieren lustige Dinge mit diesem Mount. Wir haben da so Persistent Volumes und dann auch noch die Clamps da drauf, die liegen irgendwie auf dem Node. Das ist wunderbar schön. Was passiert jetzt? Ich habe so ein K3S, ich habe hier zwei wunderbar schöne Dinger. Das Port wird hier gescheduled und die beiden Nodes. Liegt das ein Persistent Volume drauf. Okay, alles hübsch. Lala. Oh, plötzlich wird rescheduled. Ja gut, jetzt schwimmt er hier drüben. Egal, der Node liegt ja noch hier drüben. Alles happy. Das Volume liegt hier. Hier liegt der Port. Und jetzt macht plötzlich, blub, Ente geht auf Tauchfahrt. Achso, hoppala, ihr seht ja gar nicht die Ente so rum. Plötzlich dieser Port ist da. Und wenn der dann plötzlich in seinen Persistent Volume reingehen will, plötzlich sind plötzlich lokale Disk-Aktionen, die aus Sicht des Ports, ist das ja ein lokaler Disk-Zugriff. Und plötzlich geht der in den Timeout. Lustige Dinge. Also habt zumindest ein bisschen auf dem Schirm, wenn ihr Persistent Volume Clamps macht, wie ihr das synchronisiert. Wollt ihr das nach extern auslagern? Geht alles. Ach so, anderes Problem. Wir sind hier Inselbetrieb. Da passiert auch sehr lange nichts. Wenn nichts passiert, ist schön, Control Plane, alle langweilen sich, CPU lasst es unten und Ports leben lange und lange und lange. Dann kommen wir plötzlich in das Bereich dieser Bugs, die sich super schwer reproduzieren lassen, wenn zum Beispiel gewisse DNS-Services, wenn sie mindestens, ich glaube, es waren was 3 oder 4 Wochen, was der gelaufen war, und plötzlich hat er angefangen, random Antworten zurückzuspucken. Wenn du ihn restartet hast, lief alles wieder. Wenn du aber diesen einen DNS-Service da ein bisschen zu lang hast laufen lassen, langlebige Container sind scary shit, weil darin passieren Dinge und die sind super schwer zu reproduzieren, weil wie reproduziere ich, da ist ein Ding 4 Wochen gelaufen, danach sind Dinge passiert. Ja, da muss ich erstmal auf den Schirm haben, dass es der ist, muss das dann mal machen, dann muss ich snapshotten und dann muss ich hoffen, dass es auch wirklich dann wieder eintritt und dass das nicht irgendwie so eine lustige REST-Condition dabei hat. Ich persönlich bin so, hey, die Schiffsbesatzung habe ich gerne länger lebendig, aber die Rollen gerne schnell durchtauschen. Langlebige Container machen gruseligen Scheiß und sind super schwer zu debuggen. Schlimm ist dann, wenn man hat irgendwie zu Beginn so 5 von diesen langlebigen Containern, die tun, dann stoppt einer, soll wieder hochkommen, der neue macht nur Blödsinn, dann stoppt noch einer, dann fängt die Angst an, was passiert mit den anderen dreien? Leute, vermeidet das bitte gar nicht aus dem Szenario mit langlebigen Containern reingerennen. Spart euch viel Stress hintenrum. Ach ja, und die Infrastruktur, die unser Control Plane managt, dann haben wir natürlich auch noch so Dinge wie, Config Maps, Secrets und unsere Custom Resource Definition. Wunderbar schönes Zeug. Was passiert eigentlich jetzt, wenn ich kein Internet habe? Was passiert denn eigentlich, wenn, okay, jetzt sind die gesynkt, jetzt müssen die wieder, ja, die etcd managt das für mich. Wunderbar schön, es ist super stark, aber das Blöde ist, was ist, wenn ich hier einen Knoten habe und da einen Knoten habe, was bei rauskommt? Im dümmsten Fall ist so eine State nicht nur auf einem Custom Resource Definition, sondern ist irgendwie auf 2 aufgeteilt. So der eine Teil da, der andere da. Was passiert, wenn bei dem Sync von dem einen der Teil kommt auf dem anderen der Teil? Dann habt ihr wunderbar schöne Zombies gezüchtet, die sich super schwer wieder anfangen lassen. Bitte nicht machen, weil das Ding, wo das tatsächlich relativ schnell passiert ist, kommen wir nämlich jetzt gleich drauf, bei dem Secrets Engine. Nämlich beim externen Secrets Operator kann man damit Dinge schaffen, die man nicht haben möchte. Aber erstmal, wie kann ich Secrets machen? In jedem Tutorial ist das Push direkt auf die Kube API. Funktioniert wunderbar toll, solange ich alleine bin und niemand anders was macht und alle meine Requests durchgehen. Schon mal 3 Dinge, die nicht so funktionieren. Und dann passiert was und dann ändert man was und dann driftet das und dann ist ganz viel Nebel und dann guckt man nochmal und dann ist wieder Nebel. Und am Ende weiß wieder keiner mehr, was hat. Und dann haben wir unsere ganze Reproduzierbarkeit gerade aus dem Fenster geschmissen. Und da draußen ist Wasser, da ist Meer, das ist weg. Ist blöd. Also sagen wir, okay, machen wir es mal mit extern. Und dann sagen wir, gut, External Secrets Operator, Leute, gehen wir jetzt nicht auf die Tiefe ein. Wichtig ist, der hat einen Secret Store, der guckt bei irgendwo so, hey, hier, ihr lieben Vtier, ihr habt Secrets. Okay, cool, dann gebt ihr mir doch jetzt mal bitte, sagt mir mal, wann da wo was ist. Cool, und dann sagen wir von External Secret,
Okay, cool, ich baue jetzt eine Bibliothek. Das heißt, ich habe, wir gehen jetzt gerade die Items aus, nehmen wir das hier. Nee, sehr gut. So, ich habe hier eine Tasche und da sind jetzt die ganzen lustigen Secrets drin. Und jetzt kann so eine Ente kommen, sagen so, und die Ente ist jetzt mal kein Pot mehr, sondern die Ente ist jetzt ein Secret und sagt so, ich nehme das externe Secret und sagt so, ich brauche bitte das und das, pickt sich das raus, schön. Ich kann mehrere von den Dingern haben, mehrere externe Walls, Welt ist wunderbar hübsch. Das Problem ist bloß, ich definiere die beiden getrennt und das kann unhübsche Dinge geben, wenn ich da Sync-Probleme habe mit meinem externen Vault, weil der vielleicht nicht in dem Teil des Netzwerks ist, was ich noch dabei habe. Kurz ist, es gibt mit den Secrets keine saubere Lösung, die ich kenne. Wir können uns aussuchen, welchen Failure-Mode haben wollen wir haben. Wollen wir im Zweifelsfall auf jeden Fall irgendein Secret behalten? Dann ist die Variante, ja, push es direkt auf die API, gar nicht so blöd. Will ich sagen, ja, so ein Secret kann sich auch mal ändern. Ist ja blöd. Will ich im Zweifelsfall mir das immer ziehen? Der External Secret Operator, mein persönlicher Jackpot war dadurch dieses schöne mehrstufige Ding, der vorne guckt alle 2 Sekunden im Standardwert nach, hey, gibt's im Vault was Neues? Wenn die Verbindung wegbricht, hat der eben noch seine alten Sachen gecached. Das heißt, das Ding ist weg. Ich habe dann den ganzen Teil dahinter, den External Secret und das Secret, waren alle gelöscht, sind wieder hochgekommen. Das Netzwerk war immer noch nicht da, aber oh, der Extent, der Vault, der hat sich das noch gezogen und hat es dann in Secret gepackt. Waren wir hübsch. Problem ist bloß bei Sachen, die nicht mehr gecached sind, da habe ich dann ein bisschen ein Problem, weil die kriegt er dann natürlich nicht erzeugt, dann habe ich das Secret nicht. Umgekehrt habe ich das Secret und angenommen, habe mein Cluster und plötzlich geht mir mein External Secrets Operator down, weil der vielleicht im Cluster lief, aber auf dem Node, den ich hier gerade nicht dabei hatte. Aber das Secret ist noch da und dann, solange der ECCD noch der Meinung ist, es ist noch da, sind wir alle happy. Und das Schöne ist, dann restarte ich, alle freuen sich, alles läuft und dann bekommt man vielleicht ein paar Tage oder wenn es dumm läuft, auch eine Woche später mit so, hoppala, Moment mal, warum wird das Secret eigentlich nicht mehr aktualisiert? Oh, der External Secrets Operator war jetzt eine Woche down und niemand hat es gemerkt. Oh, ach ja, stimmt, der wurde ja immer nur auf diesem einen Pod und der hatte ja kein Netzwerk. Hupsi, auf dem einen Node, Entschuldigung, wichtiger Fehler. Also, wir haben hier verschiedene Failure-Modes und es gibt hier kein richtig oder falsch. Man sollte sich nur überlegen, was die Trade-offs sind. So, cool. Jetzt sind wir jetzt schon ziemlich in den Vortrag rein und jetzt ist die Frage, wo geht's eigentlich hin? Gehen wir jetzt mal ein bisschen zügiger durch. Wir haben da einmal unsere Steuerbefehle. Push-Deployment, Pull-Deployments, die beiden Sachen. Pushen, ich mache es mit meiner Git-Pipeline. Wunderbar schön, wenn es funktioniert. Wunderbar schön, wenn ich es selber imperativ machen möchte. Blöde ist, wie bei allen imperativen Sachen, wenn du die eine Person, die hier ganz viel imperativ sagt, bumm, weg ist sie. Oh, plötzlich passiert gar nichts mehr. Dumm gelaufen. Ich bin ein großer Fan von Pull-basierenden Deployments. Nehmt jetzt Flux 2, ArgoCD, gibt sicher noch andere, aber das sind die beiden großen. Ja, funktioniert wunderbar hübsch, aber die brauchen eine Referenz, wo sie drauf gucken. Klassischerweise ein Git-Repository. Warte mal, wenn ich das Git-Repository mit in meinem Cluster hoste, dann habe ich plötzlich das State-Problem wieder oder es ist extern. Wie handhabt euer Tooling das eigentlich, wenn plötzlich das Git weg ist? Oder muss gar nicht das Git weg sein? Das TLS-Zertifikat ist kaputt oder das DNS tut nicht so oder vielleicht ist einfach gerade das Netzwerk nur super langsam und die Hälfte der Connection stirbt und dann gibt es beim Checkout Dinge. Testet das mal aus, sonst passieren Dinge. Ach ja, bitte, ich weiß nicht, wie viele Toolings ich dieses sehe, in den ganz offiziellen, ja, auch Toolings, die ich euch gerade vorgestellt habe, empfehlen das als Grenzationsstrategie. Hustus, Argo, CD, ja, genau du. Leute, das ist die beste Variante, wie ich absolut reproduzierbare Dinge in mein System bekomme, wenn Netzwerk nicht tut. Oder wenn ihr da drüben mal ein Update fahrt und ich habe hier 10 Server, ich erst so installiert, zweiter so, ich gehe in eine Kaffeepause, oh, ihr habt ein Update gemacht, dritter, vierter, oh, Wochenende, Montag, oh, es wurde ja schon wieder geputscht. Plötzlich habe ich 4, 5 verschiedene States, wo ich eigentlich überall das gleiche Kommando gemacht habe. Hässlich. Leute, das geht auch lokal. Muss man mal kurz überlegen, wo man seinen State hinpackt. Witzigerweise, sowohl ArgoCD als auch Flux und supporten aber tatsächlich ganz offiziell auch Airgapped Installs, wo sie diese Probleme tatsächlich im Griff kriegen, aber müsst ihr halt machen. Cool. An Bord. Wir sind im Kubernetes-Cluster. Wir wollen wissen, was für Dienste haben wir eigentlich, weil wofür haben wir den Cluster eigentlich da? Cluster intern, tatsächlich, ich habe es noch nicht kaputt gehen sehen. Geht sicher auch kaputt, ich habe es noch nicht hinbekommen. Bin ich leider noch nicht gut genug im kaputt machen. Ja, DNS ist leider, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, das ist unsere hässliche Abhängigkeit. So viele Dinge gehen kaputt. Ach ja, wenn ihr euren Cluster interne Service Discoverability über das DNS zusammenklappt, zum Beispiel Core DNS oder so, benimmt sich auch manchmal lustig, wenn es dann wegen externen DNS das Core DNS Blödsinn baut, hat das auch auf die interne manchmal kleine Auswirkungen. Solltet ihr auf dem Schirm haben.
ohne dass ich euch sagen kann, wie man das genau löst, weil ich einen Bruchteil aller möglichen Fehlerszenarios gesehen habe. Observability. Der gibt einmal den schönen Stack ums Grafana, Selenium, Elastic. Alles wunderbar tolles Tooling. Wunderbar schön. Ich mag es. Observability. Macht es in eure Klasse rein. Aber da fällt eine ganze Menge State bei raus. Wo packt man den hin? Und wie handhabt ihr, wenn ihr, die haben tatsächlich sinnvolle Defaults, wenn sie kein Netzwerk haben, dann vergessen sie es einfach wieder. Aber das ist sehr blöd, wenn ich habe ein Netzwerksplit und dann ist das hier plötzlich gelaufen und so und dann kriege ich es vielleicht wieder irgendwann die Connection und ja, ist blöd, ich kann nicht debuggen, warum es kaputt gegangen ist, weil das ist genau der Teil, den ich weggeschmissen habe. Sollte man überlegen, was man haben will. Auch da wieder, es gibt keine absolut richtige Antwort und die Szenarien sind einfach individuell sehr verschieden. Ja, das wichtige Ding ist halt, in dem Moment, wo ich ärgert bin, ich muss alle externen Abhängigkeiten, irgendwelche komischen APIs, hey, wie viel ist die Zugauslastung da drüben, wie viel Platz ist da im Hafen, ich muss die alle manuell handeln. Ja, und Debugging ist, meine ganzen schönen Managed Services tun nicht mehr. Ich will nicht wissen, wie viel tolles Observability Tooling ich als Managed Service dazu holen kann, die mir dann Operator extern bereitstellen, der mit meiner Cube API redet. Wunderbar tolles Zeug, ich liebe es. Ja, aber das ist halt irgendwie blöd, wenn ich da gerade kein Netzwerk mehr habe, gell? Ja, cool. Und jetzt haben wir so ein physikalisches Gerät, auf dem unser Cluster läuft. Also unser ganzes Ende ist toll. Das Problem ist bloß, das läuft alles auf diesem fetten Server hier. Ja, ohne Internet habe ich kein NTP mehr, kein Netzwerk-Time-Protokoll. Bei so einem Raspberry oder so, oder auch diesen kleinen Industrievarianten, die mit viel, viel Blech und Metall und ganz stabil, aber am Ende fängt auch nicht besser, wenn da der Strom aus ist. Die haben da meistens eine kleine Batterie drin, die so die Zeit zählt. Aber dieser Schwingquarz, der ist nicht sonderlich genau verglichen mit der Rest der Welt. Jetzt lasst das Ding mal vielleicht nicht nur mal 2 Tage, sondern vielleicht mal 2 Wochen oder 2 Monate. Ich hatte da mal was auf so einem LKW rumfahren gelassen. Wenn das dann wiederkommt, das Ding war in sich konsistent. Das hatte zwischendurch mal ein paar Mal keinen Strom, hat rebootet, ist dann wieder alles hübsch geworden, alles toll. Aber ihr habt plötzlich Timestamps. Und plötzlich kommen da diese ganzen Dinge und jetzt sollen die plötzlich wieder zu einem Cluster zusammenwachsen. Tut weh. Netzwerkverbindung kriegt ihr sogar noch hin. Aber spätestens, wenn ihr dann irgendwelche Logs, Monitoring habt und da irgendwelche Korrelationen machen wollt, es gibt erschreckend wenig Observability-Toolings, die irgendwie so Tracing und Metriken übereinanderlegen können und Logs und dann sagen, ach ja, übrigens von dem, das bitte eine Zeitdifferenz von so und dort so shiften, das knallt ziemlich böse. Habe ich auch noch echt kein gutes Tooling gefunden. Wenn da wer nachher Tooling hat, gerne, ich bin dann super neugierig. Weil, ja, das ist ein Problem. Solange ich splitte, solange ich in meiner Insel bleibe, ist okay, aber wenn ich meine Insel plötzlich eine Landbrücke baue, wird es schwierig. So, Ladungssicherung. Rollenrechte-Konzept, RBAC, funktioniert wunderbar schön. Das ganze Systempflege, kein Hexenwerk, aber Dinge, die diese ganzen alten Admins, die ihr da vor 30 Jahren gesehen habt, die hatten diese Aufgaben auch schon. Dann kommen wir nochmal kurz zu, unter welcher Flagge fahren wir? Wohin geht's? Wer hat denn hier Kommando eigentlich? Und wo ist denn hier eigentlich unsere Reling? Genau, wichtig, ich habe ein System unter dem Netzwerk. Wie mache ich denn da meine Updates rein? Mit System update ich mal selbst, ist nicht. Der einfachste Ansatz ist, ich rolle aus. Ich sage, hey, okay, ihr kriegt Update, zack, ihr fliegt jetzt weg und wir nehmen die nächsten. Gut. Ah, ihr habt gesehen, zwischendurch waren gerade keine Enten da. Ja, Downtime ist halt dabei. Das Schöne ist, das kann ich mit Read-Only-Komponenten machen, das kann ich mit einem Flatcar bauen, alles schön, zack. Problem ist, ich habe eine Nicht-Verfügbarkeit. Ich kann ein Rolling-Update machen, sagen so, hey, du wirst, dann kommen wir du dazu, dann kannst du jetzt gehen, dann kommst du dazu, du, ah, cool, ich habe ein Update. Aber ein Rolling-Update kann ich machen, wenn ich so mehrere habe. Wenn ich aber irgendwie so ein bisschen allein auf weiter Flur bin, naja, ich kann schlecht ein Rolling-Update mit mir selbst machen. Sollte man zumindest auf dem Schirm haben. Ansonsten, genau, der ganze Observability-Zeug habe ich schon, habe ich euch erzählt. Das Netzwerk von eurem Payload. Das ist vielleicht noch einmal relevant. Ja, bis jetzt haben wir nur das Kubernetes-Cluster für das Cluster selber. Wir betreiben das Ding ja selten zum Selbstzweck, also manchmal schon, aber oft auch will man ja was damit sich damit betreiben. Und das eine ist, wie benimmt sich eure Applikation, wenn das Netzwerk wegbricht? Zum Beispiel so ein Trivi, so ein Security-Scanner, der macht immer mal wieder so nette Curls wohin, um zu sagen, hey, hast du eigentlich neue Signaturen? Der kommt tatsächlich ganz gut damit klar, wenn da mal die Verbindungen wegbrechen. Es gibt ein paar Applikationen, die nicht gut darauf klarkommen, wenn sie ihre API nicht erreichen und dann crashen sie. Das ist blöd, weil wir sind vielleicht länger ohne Netzwerk. Und das andere sind die Dinger, die laufen wunderbar schön, die können das abhandeln. Aber beim Start-up
brauchen die einen API-Call. Und wenn sie den nicht kriegen, crashen sie. Das heißt, ihr habt dann plötzlich wieder eure langen laufenden Container ohne Netzwerk und die laufen auch wunderbar schön weiter und machen weiter, kommen auch damit klar, wenn ihre API mal da ist und mal nicht. Aber wenn ihr initialisieren wollt oder wenn ihr gerade startet, upsi, Leute, testet das, weil das ist dem laufenden Betrieb, ja, läuft ja alles, ja gut, dann schüpfen wir das Ding jetzt mal und dann ist es irgendwann, muss es dann doch mal rebooten und plötzlich, ja, danach gab es keine Daten mehr. Was war denn da los? Ja, dann stellt man fest, ja, beim Initialisieren ist dieser eine API-Core, wenn der nicht da ist, dann ist knallt's. Musst du wissen. Ja, und mehrere, wie spät ist es? Diese Frage, ich will nicht wissen, wie oft ich mich an so NTP-Themen, weil daran hängen am Endeffekt für euch auch eure TLS-Zertifikate mit dran. Und da kann das schon mal hässlich werden, wenn so ein System vielleicht mal auch mal eine Woche ohne Strom lag und plötzlich ist das ein Zertifikat hier drüben, gilt es noch hier nicht mehr. Viel Spaß. Und dann ist es da, wo es noch gilt, eigentlich schon nicht mehr aktuell und alles böse. Ja, Zertifikate, außer dass ihr kein Let's Encrypt machen wollt, funktioniert das Tooling eigentlich genau wie immer. Das ist wunderbar schön. Und Policy as Code wollt ihr wirklich haben, gerade wenn so ein System ein bisschen unterwegs ist und dann vielleicht doch mal irgendwie Service-Technik da rangeht und dann vielleicht auch mal händisch da was macht. Ja, natürlich kann auch die Policy oder sie kann auch der Policy umschreiben und dann damit. Aber es ist einfach eine Sicherungslinie. Es ist, die Policy as Code hindert mich nicht daran, Blödsinn da reinzuschreiben, aber die verhindert, dass ich über die Reling gehe und indem ich muss mich erst aus der Sicherungsleine ausklinken und dann über die Reling springen. Klar, ganz schlimmer Sturm, alles, das ganze Schiff sauft ab, habe ich auch verloren, aber es hindert mich an Dummheiten. Es hindert mich daran, Blödsinn zu tun. Und er gibt klassischer Fall für Perimeter-Based Security und wird auch oft so genutzt. Leute, in der Praxis, nee, ihr wollt trotzdem Authentifizierung haben. Und ja, man kann tatsächlich auch in einem RGAP-System OpenID Connect ausrollen und das funktioniert sogar. Ihr braucht einen Identitätsprovider, entweder gibt kommt ein Keycloak mit oder ihr setzt ein Authentic oder gibt es ja noch andere. Das ganze CICD-Tooling kann das supporten. Ich kann ja meine ganzen Runner in mein Cluster reinpacken und dann macht er das irgendwie. Und dann haben wir einfach nur ein Problem. Wir haben jetzt sehr viel Komplexität. Lohnt sich denn das jetzt überhaupt oder haben wir jetzt hier gerade hoffnungslos overengineert? Kann ich nicht allgemein beantworten, aber überlegt es bitte. Der Technik-Spielkind macht das gerne. Für ernsthaft zu verwendet, bitte nicht. Ach ja, und gerade wenn ihr so einen Identitätsprovider habt, wie updaten die eigentlich eure Dinger, wenn das Ding offline ist? Kann man alles machen, aber so wollt ihr, dass die Daten nicht länger als so und so alt sind? Gibt es da einen Push? Was passiert bei Konflikten im ID-Provider? Und zum Abschluss, Multifaktor-Authentifizierung. OTP sollte funktionieren, aber ich habe es noch nicht versucht. Hat wer Erfahrung mit OTP auf Kubernetes-Cluster-Logins, idealerweise auch, wenn die kein Netzwerk haben. Theoretisch sollte es laufen, ich habe halt noch keine Erfahrungswerte. Fassen wir zusammen. Kubernetes und Internet funktioniert. Kompromisse? Nein, es sind keine Kompromisse. Wir sind Architecture Decision Records, die wir da bauen. Ach ja, und bitte kümmert euch ein bisschen darum, reproduzierbar zu sein. Ihr habt schon bei Systemen mit Netzwerkproblemen, wenn sie nicht reproduzierbar sind. Wenn ihr dann plötzlich kein Netzwerk habt, wird die Reproduzierbarkeit, nee, nur weil da keine externen Dinge reinkommen, nee, wird nicht besser, wirklich nicht. Jetzt danke ich einmal, ich bin erstaunt, dass immer noch niemand rausgerannt ist und dann frage ich euch doch mal, wo habt ihr eure Infrastruktur auf Taufach geschickt? Danke. Ja, so danke. Und vielleicht eine Sache vorab. Ich habe bewusst die Use Cases gerade ein bisschen vage gelassen. Dazu werde ich auch nicht genau ins Detail gehen, wo sie genau herkommen. Es ist nichts Militärisches dabei, aber ich glaube, das ist auch die einzige Anstrengung, die ich machen kann. Gibt es Fragen? Oder Anekdoten? Erfolgreich den ganzen Raum in Grund und Boden geredet, würde ich sagen. Entschuldigung. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ich würde noch einen Riesenapplaus für Georg bitten und seine vielen Enten und anderen Gegenstände zum Erklären.